Wir kommen heute noch zu einer kurzen Folge von den Clicker Idle und Incremental Games. Heute nur drei Spiele in der Liste und aus Zeitgründen werde ich jetzt gleich mit dem ersten starten und das ist Trailer Park Boys. Willkommen hier bei Trailer Park Boys mit dem Sam Squamish Hunt. Das heißt, wir sind auf der Jagd nach dem Sasquatch, der irgendwie aufgetaucht ist und von dem noch keiner genau weiß, wer es ist, der jetzt, glaube ich, schon irgendeine Frau entführt hat und natürlich in den lustigen Dialogen es hier im Moment ziemlich runter und drüber geht. Wie ihr hier lesen könnt, das Event lief jetzt insgesamt wahrscheinlich eine knappe Woche. Ich glaube, 160 oder 170 Stunden hatte das am Anfang und es funktioniert eben ein bisschen anders. Das heißt, es gibt hier ein paar besondere Sachen, die ich gewinnen kann. Die muss ich aber erst freispielen. Das zeige ich euch gleich noch im Event selber dann. Und dass eben die Businesses sehr viel stärker sind, also wenn die abgegradet werden. Mal gucken, ob ich genug Karten dafür gesammelt habe und natürlich auch genug der Währung. Also es ist in dem Fall nicht Liquor, es ist eine andere Flüssigkeit, die dort wichtig wird. Und die Customer Bonuses sind weniger wichtig. Also das heißt, also die 50er Level, die man dort oder halt einfach die Boni, die man durch die zusätzlichen Kunden dort bekommt, wirken sich nicht so stark aus. Ich werde jetzt hier gerade mal noch den letzten Wagen in dem normalen Event, also in dem normalen Spiel holen und den gleich mal wieder aufmachen. Und hier werde ich nachher mit euch sicherlich noch die Season 25 auf jeden Fall abschließen, vielleicht sogar Season 26 durchspielen. Aber erstmal steht, wie gesagt, das Event an vorderster Stelle. Und es sind nur noch 2 Stunden, die ich jetzt Zeit habe, das zu spielen. Eine Änderung, die auf jeden Fall hier schon mal diese Trades betrifft, die sind sehr, sehr viel abwechslungsreicher geworden. Also sind sehr abwechslungsreich inzwischen, was von Karten in, also von Factory Card in irgendwelche Leute in dieser Firma angeht. Es gibt andere Austauschverhältnisse. Ich glaube, das größte war irgendwie, dass mir 50 Karten abgenommen werden sollten gegen dann Liquor oder eventuell dieses Maple Syrup. Jetzt erstmal zum Sasquatch oder auch genannt Bigfoot Event. Bigfoot ist eine alternative Bezeichnung und letztlich ist es sozusagen der braune Yeti. Also der Yeti oder der Bär mit den großen Füßen, der halt irgendwo im Wald lebt. Oder in dem Fall jetzt hier auf dem Campingplatz. Mal schauen, wer das tatsächlich ist, worum es dann tatsächlich geht und was überhaupt los ist. Ich habe die ersten 3 Sequenzen letztlich schon bekommen und habe dann eben erstmal gestoppt und jetzt weiter die Kisten gesammelt. Also jetzt kann ich hier die letzten einsammeln. Ich glaube, es wird jetzt knapp noch mit 2 Stunden noch einen Wagen zu bekommen. Auf jeden Fall ist das der letzte Daily, der jeweils nur 8 Stunden lief und man einiges einsammeln konnte. Ich habe jetzt aktuell 17.000 Maple Syrup gespart. So, mal gucken, was haben wir hier. Also 5 zu 20, vergiss es. Ich habe jetzt hier natürlich die Möglichkeit, viele von den Customer Boni erstmal zu aktivieren, aber das nächste wird jetzt sein, dass ich die Gaststation aufbaue. Und die Karten sollten dann relativ bald sein. Und hier sind die Belohnungen. Also das mit dem Liquor teilt sich auf mehrere Elemente auf. Also ihr seht hier so die einzelnen Boni. Die ersten 3 habe ich schon freigeschaltet. Und dann hier bis eben zu einem Bonus von 1000. Zusätzlich kann ich nochmal bis zu 1000 Liquor bekommen, wenn ich am Ende noch 4000 Maple Syrup übrig haben sollte. Und ansonsten eben hier dieses Bunker Barbecue und das Kostüm, was freigeschaltet werden kann. Also mal sehen, wie weit ich hier jetzt komme, wie weit ich das Event tatsächlich schaffe, noch in den 2 Stunden jetzt abzuschließen. Das mit 1N geht noch nicht. Das heißt, hier brauche ich noch ein Character Upgrade. Fangen wir erstmal damit an, hier diesen Wagen zu vervollständigen und natürlich zu gucken, welche von den Businesses da am sinnvollsten abgegradet werden sollten. Weil das Kitty-Event, wobei die anderen hier wahrscheinlich noch bessere Boni haben. 250 kosten die. Der kostet schon 550 inzwischen. 400, 400. Hier haben sie auch schon die Falle aufgebaut für den Sasquatch, den sie dann wahrscheinlich fangen sollen. Und hier seht ihr auch schon die Kleidung. Er mit der komischen braunen Kutte. Er wollte eigentlich mit seiner Frau und seiner Tochter irgendwie in die Stadt oder ausgehen. Und dann kam irgendwie so die erste Meldung, wow, es wurde ein Sasquatch gefunden oder gesehen. Und er hat irgendjemanden dann
geschnappt und irgendeine Frau entführt. Weil auch ein Sasquatch ist einsam, der braucht ja eine Gefährtin dann. Also, Character Upgrades Nummer 1. So, der hat Money Multiplikator 2-2. Haben alle das gleiche. Okay. So, dann machen wir erstmal die ersten beiden. So, überall den 2er Multiplikator. Ja, auch von denen, die ich natürlich noch gar nicht benutze. Der geht dann jetzt auf 4, aber letztlich im Ergebnis ist es das gleiche. Das heißt, ich kann erstmal die niedrigen Werte hier upgraden. Und ich brauche hier dann eh noch einige Karten, um da wirklich höhere Werte zu erreichen. Aber mal sehen, was mit den Customer Upgrades dann möglich ist. Ob die dann besonders viele Karten abwerfen oder irgendwas anderes anstellen. So, also, nächstes Auto. Und damit natürlich auch die Karten komplett, gleich wieder für das nächste Auto. Und jetzt soll ich... das ist natürlich, wenn ich jetzt viele Maple Syrup noch sammeln soll, dann fehlen mir die eventuell nachher, um das Event erfolgreich abzuschließen. Aber gut, jetzt machen wir erstmal das Renovate Businesses. Und schauen mal, dass wir hier noch die ersten aktualisieren. Weil ich weiß natürlich noch nicht, ob es wirklich aufgeht, dass ich jetzt die ganzen Maple Syrup vorab gesammelt habe und jetzt eigentlich mit euch auf die letzten 2 Stunden noch schaffe oder versuche eben dieses Event abzuschließen und möglichst diese ganzen Karten und Boni freizuspielen. So, jetzt soll ich Maple Syrup ausgeben, wie praktisch, dass es natürlich genau dann dort dahinter liegt. Also jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal das 1N, um hier sinnvoll das nächste zu vervollständigen. 1000? Ich dachte, die Dinger sollten gar nicht so hoch auftauchen, dass die Customer Boni gar nicht so viel bringen sollten, aber es sieht nicht so aus. Also es sieht eher sehr viel besser aus, dass da doch einige zusammengekommen sind. So, jetzt schauen wir mal, erstmal ein bisschen Kohle ranzuschaffen, um die weiter aufzupushen. Und damit dann auch ziemlich schnell jetzt hier auch mal zum nächsten Plot-Teil zu kommen. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. Und dann ist das 1N auch nicht mehr weit. Das habe ich dann vorher schon erledigt, bis das Ding startet. Also, gucken wir uns mal den ersten Plot jetzt zusammen an. What the dum dum triplets doing here? Oh, jetzt sind sie schon zu dritt. Also, hier seht ihr unsere 3 Helden. I'm bringing them along, so they can help to catch the Sasquatch. Genau, sollen sie mal helfen, denen das was auch immer einzufangen. Die sind alle schon ausgerüstet. Why does Trevor have a camera? Thought it might be a good idea to document the experience. Ja. Und ihr werdet bestimmt gut dafür bezahlt, wenn ihr ein Video vom Sasquatch an den Fernsehsender geben könnt. Sorry, Cole, the only tape I had was your old cartoons. Oh, you are tapping over those? Oh man, ja. Hey, remember that one war der Guy Bunny dressed up like a lady bunny? Oh yeah, he used himself as a sexy bait to catch that Tasmanian devil. That was a good one, it made me feel kind of funny in the pants. That gives me an idea, Jacob can't, over here. Okay, das heißt, sie wollen sich jetzt verkleiden, um dann den Sasquatch zu fangen, so wie der tasmanische Teufel mit einem verkleideten tasmanischen Teufel gefangen wird. Na gut, also, neues Business. Get customers for Sasquatch. Na gut. Schauen wir mal, wie weit der jetzt erstmal kommt. 1800 ist ja jetzt nicht so schwierig. Ich habe jetzt eh noch die Möglichkeit, die Sachen aufzuleveln. Das heißt, ich kann die Businesses schon mal verbessern. Da trudeln noch die ganzen Karten ein, aber erstmal spend 600 Maple Syrup. Ist jetzt natürlich die Frage, wofür ich den am geschicktesten ausgebe. 250, 250, 500, dann machen wir den 100er noch. Ja. So, dann machen wir 2,250. So, dann noch den zweiten Charakter, auch für die Gaststation. Und danach machen wir die Gaststation selber noch. Oh, da habe ich noch nicht genug Karten. Schade. Gut, dann machen wir die andere.
Machen wir das Kitty noch ein bisschen höher. Jetzt kann ich natürlich nochmal im Store gucken, aber hier gibt es ja normalerweise keine Firmenteile, sondern im Endeffekt nur Customer-Teile. Und ich habe auch noch keinen Trade gesehen, wo man Customer in Fabrikteile bekommen kann. Oh, es geht weiter. You look like a fucking idiot in this thing. He looks like a fucking federal drag queen. Ja, mit diesem komischen braunen Mann. Ach, er. This custom really itches. Why do I have to wear this, Julian? Ja, ein Sasquatch-Mädchen. We are bringing you as a sex bait for the Sasquatch. Dude, that custom looks really good on you. Fuck, hurry, I can see your bird. Are you getting a boner? Okay. Dann schauen wir mal, was ihr dann damit fangen könnt. Achso, ich soll schon wieder Charakter upgraden. Billy auf Level 4. Dreimal upgraden. Okay, dann machen wir Billy auf Level 4. Hoffe ich mal, dass ich dafür auch schon genug Karten bekommen habe. Weil die steigen jeweils um 5 Karten pro Level, die ich dann benötige, um die dann zu aktivieren. Und so schmilzt mein Maple-Sirup-Vorrat dahin. Aber ich kann das Ding jetzt automatisieren und das nächste Auto einsammeln. Julian is really pissing me off. All the cares about it money. Normally I would too. But that fucking Sasquatch has Lucy. Genau, also Lucy ist diejenige, die der Typ wohl mitgenommen hat. I can't put her in Jeopardy Dungeons just to make a few bucks. I mean, I guess if we did catch him, not only would we get the reward money. Naja, mal gucken, ob er sich so verhält. Und er will halt seine Lucy zurück. Also, mal schauen, was passiert. Jetzt fehlen immer noch 200 Customers oder Renovierung von Businesses. So, dann machen wir doch hier mal. Ja, hier habe ich jetzt auf jeden Fall die ersten genug. Kann ich 3 zu recht niedrigen Kosten erhöhen. Ja, die Business Upgrades bringen auf jeden Fall nicht allzu viel, aber das stand ja auch in der Erläuterung. Sondern wenn dann die Customer Upgrades. Vor allem ist natürlich die Frage, ob das hier eigentlich so ein Endlos ist dann, ob man die beliebig lange bekommt oder wie die dann eigentlich aufhören. Dass man auch nicht, dass man auch nur eine beschränkte Anzahl an Wagen hat, die man hier knacken kann. So, 900 Maple Sirup als nächstes. Dann einmal hier 400 und einmal 500. So, und damit sind zumindest auch alle Geschäfte wiederum verdoppelt. Und das nächste Auto ist mein. So, weiter geht's. Hello Julian, it's lovely to see you today. What game are you and your friends playing? Aha. Hi Grandma, we are not really playing a game, we are trying to catch a monster. That sounds like so much fun. You are not drinking again, are you? Again? Then it's Julia not drinking. Psst, Paps. Sorry, Grandma. It's my last one today. Just a couple more after this. So, so. Julian, a big, tall, hairy dog took a great big poop on the other side of my trailer. He was the size of a person. Would you go and clean it up for me, dear? Okay, also Sasquatch hat hinter ihren Wohnwagen geschissen. Also, weiter geht's. Guys, ein Apps taust es. All is armor in weight me down. Tja, wird dir die Rüstung zu schwer? Ja, und der Pfad ist... Oh, Lucy ist weg und ihr habt die Spur verloren. Tja, und das Geld können sie auch abschreiben. So, you were my friend. Tja,
Geld ist ihnen mehr. Ricky, Ricky! Ja, Lucy ruft. Komm, sucht sie. Also, anscheinend kann er ja noch nicht weit weg sein mit ihr dann. Okay, 50 Kuh ist noch ein ganzes Stück weit weg. Okay, ich soll 1200 Maple-Sirup ausgeben. So, nachdem das Business-Renovierungszeug ja eh nicht allzu viel bringt, kann ich es auch erstmal bleiben lassen. Und stattdessen die Charakter weiter erhöhen. So, wen habe ich denn jetzt? P, 19P, 48P. Also das Kitty Cutty mal ein bisschen aufmöbeln. 2500. Der gleiche Faktor, der vorher auch schon da war. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall hier ziemlich zügig Q zu vervollständigen. Zumindest mit einem Durchlauf hat er 2,4 Q. So, dann machen wir doch da hinten jetzt gleich die 1800 voll. So, nächstes Auto. Lucy, are you okay? Where is the Sasquatch? Sam Losko. Anybody have any food? I'm fucking starving. Fuck off, Sam. We are here for the fucking Sasquatch. That took Lucy. No, Ricky, this is the fucking thing people have been seeing around. Guys, look, the Denture King has really gone to shit. I had to go live in the woods. Ja. Okay, also er wollte jemanden, der ihm ein Schnitzel brät, oder was? Richard has no shirt, no pants, no shower, no service role. Super. I told him you are the only man I will buy chicken Charlotte for. Okay. Lucy, I'm just glad you are homely safe. And Sam, you fucking dirty Saskatchewan imposer. If you ever touch my Lucy again, you will be picking your cave tears off your cave floor. Naja. Zumindest ist sie ja schon mal zurück, aber die Frage ist, was passiert jetzt in den weiteren Storyabschnitten? Oder ist die Story schon zu Ende und das war's schon? Also Army Surplus. Und das heißt, der Rest ist jetzt bloß noch zum Freischalten der einzelnen Elemente da. Also mal gucken, ob die Story noch weitergeht. Ja. Alright, Steve, here is your fucking interview. Now give us the reward. Oh, ich glaube nicht, dass er den. Er war es auch da, to give out rewards for dirty cavemen. Ja. Dafür bekommt ihr keine Kohle. Dirty fucking caveman. You got the Sasquatch right here. Oh je, jetzt wollen sie den da als Sasquatch verkaufen, oder was? Oh, isn't that just a pathetic skinning guy dressed up like a Sasquatch? Look, man, nobody will notice. Just fix it in post, okay? Das heißt, sie sollen die Nachrichten dann im Nachhinein frisieren. There is no amount of television magic that will convince anyone that he is a Sasquatch. There, you fucked up that Jacob. Tja, sorry, okay. Zumindest haben sie ihre Rüstung schon wieder abgelegt. Julian, that great big hairy dog fellow is outside my trailer again. Oh, for fuck's sake, Sam. I just cleaned up after you this morning. Julian, Sam's standing right here. Oh. Sam Squatch! Jawohl, Sam Squatch ist noch da. Also es gibt doch noch einen Sam Squatch, wie auch immer. Also, 75S ist das nächste Ziel. Das kriegen wir aber schnell zusammen jetzt. Na dann. Ja. Nein, kommt nichts. Das heißt, es gibt bloß noch einen Abschluss, wenn Sie dann hinter dem Trailer suchen oder wie. Na gut. Immerhin, gucken wir mal, was jetzt aktuell freigeschaltet ist. Also das sind noch die ganzen normalen Karten. Das Kostüm habe ich auf jeden Fall schon mal bekommen, sogar 30-fach davon, also dass ich es auch ein paar Mal upgraden kann. Und 1000, zweimal 1000 Liquor ist schon bereit. Das heißt, ich bekomme jetzt nur noch die letzten beiden Bunk-Barbecue. Das sind noch die letzten, die dann freizuschalten sind.
Naja, schauen wir mal, ob wir das in den letzten anderthalb Stunden hinbekommen. Sollte ja jetzt nicht so schwierig sein. Ich muss ja mal gucken, wie viel Maple-Sirup ich jetzt noch übrig habe. Weil sonst geht der mir wahrscheinlich bald aus. Naja, 7000 habe ich noch. 4000 hätte ich ja gerne als Rest dann behalten, damit ich eben noch das maximale Liquid mitnehmen kann. Aber schauen wir mal. Erstmal noch die letzten beiden Upgrades freischalten. 10.000 Total Customers. Okay, gut, dass ich den noch nicht so weit hochgelevelt habe, weil wer weiß, ob die Zahl nicht sonst deutlich höher ausgefallen wäre. Also für das nächste Event tatsächlich direkt mitzuspielen, weil dieses Get Maple Syrup hätte ich natürlich schon ein paar Mal erfüllt. Zumindest das, was ich schon alles an Maple Syrup eingesammelt hatte. Aber dazu muss natürlich auch der richtige Truck dann aktiv sein. Und dadurch hätte ich weitere Karten bekommen können. Also allein das Zusammensparen wird wahrscheinlich nicht optimal reichen. Customer Bonus wurde zuerst abgeschlossen. Oh, mal 4, na immerhin. So, und jetzt das nächste Stück in der Geschichte. Und nix. Okay, dann gibt es wahrscheinlich nur zum Abschluss noch was. So, jetzt muss ich noch bis 5V kommen, um das letzte Element freizuschalten. Das heißt, die anderen Upgrades kann ich zwar machen und könnte nochmal den nächsten Charakter freischalten. Kostet mich dann allerdings 1100. Aber gut, machen wir die beiden erstmal noch und mal gucken, ob das dann noch weiterhilft. Okay, dann heißt es jetzt eigentlich, das einfach nur bis 5V durchlaufen zu lassen, die 4000 Maple Syrup aufzusparen, in der Hoffnung, dass ich die natürlich dann in 1000 Liquor umwandeln kann. Und jetzt soll ich nochmal 2000 Maple Syrup ausgeben. Ja, super. Die nächste Stufe sollte auf jeden Fall klappen. Jetzt ist halt dann nur die Frage, ob dann das Event schon beendet ist, weil eigentlich sind ja noch zwei Punkte offen. Schade, dass sie nie im Endeffekt Sirup oder Liquor gegen Karten anbieten. Weil es geht immer nur entweder Karten gegen Karten oder eben dann Karten gegen Liquor bzw. Maple Sirup. Das Maple Sirup war ja das, was in der ersten Folge und auch in der ersten Season, die ich dann aufgenommen hatte, verdorben haben. So, damit ist der nächste Customer Bonus komplett. Und nochmal mal 6 immerhin. Also mal schauen, wie schnell jetzt dann auch die nächste Stufe abgeschlossen wird und wie hoch dann die letzte ausfällt, ob jetzt nochmal eine Zehnerpotenz steigt. Okay, zwei Zehnerpotenzen, also 100. Das würde eine ganze Weile dauern, aber wahrscheinlich innerhalb der Stunde sogar noch schaffbar. Wieso ist jetzt eigentlich der letzte nicht freigeschaltet worden? Das heißt, nicht jede von diesen Stufen ist eigentlich mit so einem Ding belegt. Oder das Ding hier ist nicht richtig angezeigt worden. Aber auf jeden Fall wird es jetzt ziemlich knapp mit dem anderen Teil. Das heißt, der nächste 50er sollte bald erreicht werden und mindestens eine Verdopplung findet zumindest statt, was dann natürlich auch die Laufzeit halbiert auf 3600 Sekunden. Und ein Teil ist ja davon jetzt schon wieder geschafft und die Zyklen selber bringen ja auch nochmal Kohle mit rein. Also die 500V sollten auf jeden Fall gelingen noch. Das heißt, das Collect Cash wird wahrscheinlich zuerst vervollständigt werden. Und ich glaube, die Schrottautos hatten normalerweise auch selber Cash drin. Also mal sehen, ob ich dann über die Autos einfach Cash bekommen kann. Wäre eigentlich in dem Szenario ja gar nicht so sinnvoll. Weil ja eigentlich die Premium-Sachen oder halt die speziellen Event-Sachen durch Geld freigeschaltet werden, was ja in den anderen sonst nicht der Fall ist. In dem Standardspiel, in den Standard-Seasons. Neuer Trade ist da. Was hast du denn? Ach komm. Naja, aber immerhin 20. Und ich kann es mir ja eh sonst nicht leisten. Also kann ich jetzt den letzten Charakter hier unten noch upgraden. Mal gucken, ob der jetzt in einen Bereich kommt, der sinnvoll ist. 16 U. Reicht noch nicht wirklich aus und ist langsamer als das Kitty Home. Schade. Jawohl, die Stunde fängt schon an zu blinken. Nur noch 60 Minuten, um das Event abzuschließen. Und nein, echt nur ein Customer Bonus von 2. Also mit einem Upgrade für den Army Shop plus einem Upgrade für die Tankstelle, die auf jeden Fall auch erreichbar sein sollte, würde natürlich doch noch ein bisschen Puffer entstehen, um innerhalb der letzten Stunde dort die 500V zu vervollständigen. Nee, gerade vom Ami Shop werde ich dann sicher nichts abgeben.
Weil wenn ich den noch upgraden könnte, würde das wahrscheinlich sehr gut helfen. Und der ist ja nicht allzu teuer. Weil wie viel würde der kosten? 200. Also das ist durchaus noch in Reichweite, vorausgesetzt, ich bekomme noch einen Army Shop. So, mal gucken, welcher mit Pickup jetzt hier wartet. Oh, mal zwei, so wenig. Aber ich habe meinen Army-Dingsbums bekommen. Das heißt, ich kann den jetzt upgraden, sobald ich die 200 Makel zusammen habe. Das wäre auf jeden Fall ein ordentlicher Bonus, weil das wäre ein 50er-Multiplikator. Ein Trade. 20, ihr Knauser. 24 Minuten, das heißt, ich hätte dann noch 10 Minuten nach dem Auto. Da es mindestens 150 wahrscheinlich auch in der Dreh an Mapel geben sollte, hätte ich dann noch 10 Minuten, wenn es bis dahin noch nicht vervollständigt ist, mit dem ich dann den Rest vervollständigen kann. Ein Trade. Also, was geht ihr an? Ja, ihr Witzbolde, das ist doch genau das, was ich upgraden will. Na super. So, jetzt kann ich mir noch mein Business Upgrade kaufen und mal gucken, ob mir das jetzt hilft. Dann sehr, sehr viel ein Vierfachmultiplikator. Moment, wollte ich den Business haben oder den Charakter? Ne, den Charakter habe ich schon gemacht. Ach stimmt, das sind ja gar nicht die 50er-Multiplikatoren, das ist ja nur ein Vierfachmultiplikator, also der hilft mir jetzt nicht allzu viel weiter. Aber zumindest ein bisschen unterstützt er mich dann noch. Das Auto ist fertig! Also mal gucken, was das Auto jetzt noch bringt. Auch wenn jetzt eigentlich gar nichts mehr. 278 Marble Syrup, super. Naja, mal gucken, ob wir jetzt die 48 noch voll bekommen. Dann bekomme ich zumindest irgendwie knapp 75, 80 Liquor noch durch die Umwandlung hoffentlich. Aber ansonsten kann ich jetzt eh nichts mehr upgraden oder irgendwas, was mir großartig nützt. Aber es sollte ja gleich erledigt sein. So, ein Upgrade ist jetzt noch verfügbar. Da kann ich hier noch den 50er aktivieren. Aber wahrscheinlich wird er trotzdem, naja, obwohl, der schafft, nee, aber so viel wie der andere, das schafft er nicht beizutragen. Zumindest nicht direkt. Aber noch 20 Veribiktillionen, dann haben wir es geschafft. Dann ist hoffentlich die letzte Belohnung für das Event freigeschaltet. Und mal gucken, ob wir dann noch den Abschluss sehen. Und noch eine weitere Umwandlung. Naja, dann machen wir mal noch die 20. Da kriege ich sogar noch die zusammen. Schauen wir mal, dass die letzten 16 jetzt auch noch komplett werden. Und das ist jetzt nicht furchtbar, furchtbar knapp, aber es ist tatsächlich innerhalb der letzten 10 Minuten, dass das Ganze dann abgeschlossen wird. Und ich bekomme weniger als 100 Liquor dann wahrscheinlich raus. Wenigstens habe ich die ganzen Karten dann freigeschaltet und mal gucken, was es für ein Boni oder was es für, ja doch, was es für Boni dann im Hauptspiel dafür gibt. Wie viel die mir da dann bringen. Mit dem zusätzlichen Kostüm und dem Barbecue. Und die letzten 10 laufen. So, die letzte. Und die letzte Belohnung ist freigeschaltet. Und jetzt darf ich 5 Minuten vorher, bevor das Event endet, alles an mich reißen. Dann mal her damit. Oder wie, oder was? Ich bekomme das ganze Zeug erst, wenn das Event endet. Okay. Naja, müssen wir ja nicht lange warten. In der Zeit, da ich hier jetzt eh nichts mehr anstellen kann und das hier jetzt auch nicht allzu viel was bringt. Also zurück zum Hauptspiel. Also erstmal den neuen Wagen und das Daily, der hier natürlich 24 Stunden dauert, aber auch den abholen. Hätte ich es natürlich gleich im nächsten machen können, weil da hätte ich jetzt natürlich den Liquor schon dazu bekommen. So, das kannst du knicken. Dann schauen wir uns mal an, wie die Season 25 endet. Überlegen, was war denn hier eigentlich der Plot? Naja, werde ich gleich im Schluss nochmal sehen. Jawohl, Abschluss. Things seem to be going okay. What the fuck? I came here for ladies. Hä? Was ist denn los? Also viel erzählt haben sie jetzt nicht mehr.
Ich weiß echt nicht mehr, was eigentlich der Anfang der Season gewesen ist. Naja, immerhin, 5 Karten sind sicher. Wofür auch immer ihr diesmal eingesperrt wurdet, habe ich leider nicht mehr in Erinnerung. Also Hashcoins, wieder episches Kostüm, Rare, Money Casino und 5 epische Karten für Ricky. Sunnyvale Wrestling Federation. Ach genau, ich glaube, sie hatten in der anderen, hatten sie den Kitty Club eigentlich überarbeiten wollen. Alright boys, I got a plan. Julian, you said this time, no more crimes. Okay, I'm out. I'm starting up a legitimate business. Hey, cool, was willst du machen? What's that, Bubs? Sunnyvale Wrestling Federation, SVF. Okay, Wrestling, klar. Good luck making any money off that shit. Oh, haben heute wieder viele Gebäude. Automate Sunny Wrestling, das hier hinten. Naja, kaufen wir erstmal den ersten Teil. Und dann mal sehen, wie viele hier. Oh, da muss ich diesmal immerhin nichts aufleveln, sondern kann den direkt automatisieren. Mit C. Sehr schön. Dann automatisiere ich mal. Und was haben wir hier? Auch keine Automatisierung notwendig. Das gefällt mir. Ich habe schon befürchtet, dass jedes Mal, wenn man die abgegradet hat, dass man dann in der nächsten Season zwangsweise eins höher machen muss. Ja, jetzt habe ich hier wieder dieses blöde Kommen, diese Trades am Hals. Mal gucken, welche davon dann sinnvoll sind. Get Customer Bonus ist 69. So, dann machen wir erstmal hier die ganzen Baustellen fertig. So, und hier, hey, auch kein Upgrade. Candy ist schon da. Und was haben wir hier? Collins, auch Level 6, schon erledigt. Wie viel brauche ich denn hier? 80E. Ja, gehen wir mal noch eine Stufe höher, damit die 80E schnell zusammenkommen. Dann kann ich den gleich automatisieren. Und den auch gleich mit. Sehr schön. Was, du bist schon bei F? Na ja, dann machen wir gleich das nächste Business weiter. Weil je früher ich den Wrestling hier kaufen und automatisieren kann, desto besser. Collect Rewards, meine Geschenke. Naja, immerhin 80 noch zusätzlich. Also, her mit dem Zeug. Cash Out. Genau, eine neue Errungenschaft. Samsung. Einmal das Kostüm. New Character. Bank Barbecue. Das ist ein Character? Okay. Und der macht ein Upgrade für den, ja, Burger. Also mal gucken, das heißt, der taucht. Oh, boah, sind das hier jetzt alles neue Event-Items, die dann eventuell nach und nach freizuschalten sind. Den kann ich ja dann auch bald upgraden. Und wobei, viel bringt er an der Stelle nicht. Mal gucken, wo jetzt hier der neue Sasquatch aufgetaucht ist. Welcher von euch war das? Bei Don? Nee. Jakob? Nee. Doch, Jakob. Also was... Oh ja, da kann ich dich statt in Blau, kann ich dich in das Kostüm reinstecken. Das ist doch lustig. Und das bringt, naja, auch nur ein Zweierfaktor mehr. Warten wir mal, wenn ich später Liquor ausgeben soll, vielleicht kaufe ich euch da ein paar Upgrades. Im Moment steht es jedenfalls noch nicht an. Ich bin mal gespannt, wie schnell jetzt hier dann tatsächlich weitere von den Events kommen. Weil ich denke mal, jede Woche werden sie das jetzt nicht machen. So, was brauchen wir hier zur Atom? Oh, Donna Level 6. Und hier Barbara Level 5. Gut, die lassen sich also jetzt nicht so schnell verwenden. So, jetzt 250. Jawohl. New Business, Sunnyvale Wrestling. Und... This is Steve Rogers coming to you live.
From right side at Sunnyvale Wrestling Federation. And joining me now is a man who has a few things to get off his chest. Okay, er soll abnehmen. You put hard times on me and my family, Daddy. But the screamers always rise to the top. Na? Okay, so, jetzt brauchst du natürlich... Ah, nee, da brauche ich überhaupt nichts weiter. Kann ich direkt automatisieren. Habe ich dafür schon... Nee, ich habe da noch keine dafür freigeschaltet. Das dürften dann die beiden hier werden, die dann für das Wrestling zuständig sind. Mal gucken, was hier noch dazwischen kommt, weil da passt ja auch kein einzelner Shop mehr rein. Und das hier müsste dann noch ein Shop sein. Oder beziehungsweise mal sehen, ob die an unterschiedlichen Stellen freigeschaltet werden. Weil eigentlich sind die hier schon sichtbar. Genau, es sind noch drei weitere, die ich dann freischalten kann. Das Army habe ich jetzt in dem anderen Ding schon gesehen. Naja, das ist wieder die Sache, weil solange ich die Trades hier nicht habe, dann muss ich wahrscheinlich da auch keine Karten einsammeln und kommen an den nächsten Baustein nicht ran. Weil zumindest für die Customer Bonus müsste ich noch einige Teile einsammeln, die mir natürlich dann für das Kartensammeln nachher fehlen. Ich habe die Kohle zumindest hierfür zusammen. Und her mit dem ersten Truck. Ja, jetzt soll ich 720 ausgeben. Gut, dann machen wir den. Dann habe ich es auf jeden Fall erfüllt und kann in die nächste, das nächste Fahrzeug nehmen. Hey Babs, how come you are not in the ring? I hung up my mask, Ricky. Genau, ich denke doch nicht, dass der selber in den Ring steigt, sondern eher, dass der irgendwelche anderen Leute versucht, da reinzunehmen. Der macht wieder seinen... mit seiner Bauchrednerpuppe. Wow. Naja, schauen wir mal, was das Ganze dann wird. Und womit er dann wahrscheinlich Ärger bekommt. Ja, super, jetzt soll ich noch mehr Businesses renovieren. Dann machen wir jetzt erstmal die Get-Bonuses voll. Guck mal, was da auftaucht. Okay, gleich den nächsten voll. Wahrscheinlich ein Cash-Lieferant. Und jetzt 5200 Customer insgesamt. Gut. Dann machen wir jetzt die Business-Renovierung. Schließlich habe ich ja genug davon. Wir machen hier die günstigsten. 10-mal schneller. Also machen wir noch die 3700er voll. Gut. So, jetzt ist wahrscheinlich Collect Liquor. Nee, Spend Liquor noch eins. Nochmal 800 ausgeben. Dann machen wir doch mal die Kostüme, weil die Kostüme bringen ja eben sonst eh nicht allzu viel. Also nicht zu den anderen Zählungen zumindest. So, dann ist damit einmal das Kostüm aufgelevelt. Die anderen haben keine weiter. Zumindest habe ich sie noch nicht gefunden. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wer hier alles Kostüme hat. Ich denke, die werden normal mit angezeigt in der Hinsicht, dass die auch so ein Ausrufezeichen haben, wenn die Kostüme nur aufzuleveln sind, ohne dass die Charakter selber aufgelevelt werden können. So, du hast auf jeden Fall auch ein Kostüm. 3 auf 4. Was bringt denn dein Sasquatch-Kostüm? 4 auf 6. Auf jeden Fall ist es recht günstig und damit sollte das Liquor dann erfüllt sein. Holy fuck, Babs! Look at the crowd! It's a Jacob from the top turnbuckle. You even got a fucking announcement and everything. Okay. Also, jetzt fängt er doch an, Geld zu wittern.
und sie vertragen sich wieder und wollen Kohle machen. Okay, genau, jetzt soll ich Liquor einsammeln. Das heißt, da passt jetzt ganz gut, die anderen aufzuleveln und dort die Liquor einzusammeln. Okay, die werden sofort gut geschrieben, bevor die Animation auch abgeschlossen ist. Auf jeden Fall kommt das Fernsehteam anscheinend im Moment ziemlich zügig. Vielleicht haben sie es auch geändert, damit man länger aktiv dabei bleibt. Weil wenn das nur alle paar Minuten auftaucht, lohnt sich das natürlich auch nicht an der Stelle. So, noch 100 Customer. Das sollte doch schnell zu erledigen sein. Ja, und es sind schon wieder nur noch 4 Schritte, um die Season abzuschließen. 5000! Ja, Wahnsinn. It's pretty cool, we are like celebrities. Ja, genau, und du in deinem komischen Sasquatch-Kostüm. Sehr schön. People recognize us on the street and shit. Okay. Because that's the hardest part about being famous. Naja, dass man sich um die... Sorry, my brain's been doing that lately. Tja, ihr seid mit euren Trades hier im Moment aber ziemlich still. Aber immerhin, dort ist der neue Grill. Na, endlich der erste Com-Trade. Naja, ich brauche halt 3 davon, damit ich zumindest das eine Fahrzeug bekomme. Und das ist wahrscheinlich dann das Bescheuerste, dass eben diese Sachen, die danach kommen, noch nicht abgeschlossen werden konnten. Dann mal gucken, ob hinter den anderen irgendwie noch ein bisschen mehr steht und vor allem das Liquor zusammen zu bekommen ist. Weil mit den Fahrzeugen ist das Liquor ziemlich leicht zusammen zu bekommen, aber natürlich hier im reinen Spiel, wo nur ja, irgendwie so 5 Liquor für das Fernsehteam maximal rausgerückt werden. Oder auch bei den Upgrades, ich weiß nicht, dass es hier vielleicht bis 10 geht, aber viel ist es jedenfalls nicht. Man sieht, dass der schneller läuft, aber klar, der hat auch einen höheren Umsatz. Das heißt, eigentlich sind doch die Sachen pro Sekunde interessant. Achso, genau, und da die ja beide ja nicht automatisiert sind, sehe ich hier die Sekundenanzeige nicht. Naja, mit dem nächsten Spend Liquor kann ich ja dann versuchen, die Charakter, soweit sie... Ja, Barbara kann ich aufleveln, wobei die bis Stufe 5 muss. Und das hier, Donna, die muss auch 2 Stufen aufsteigen. Aber zumindest hätte ich genug Karten dafür. Und jetzt soll ich noch Karten sammeln. Na super. Okay, das heißt, die Season werde ich dann heute jetzt nicht abschließen, sondern da werde ich dann noch ein paar Trucks brauchen, um so viele Karten einzusammeln. Immerhin zählt es, wenn man die Karten gegen Karten tauscht bei denen, über die Trades, zählt es auch, dass man Karten bekommen hat, wo man unterm Strich normalerweise weniger Karten hat dann. Wobei es gab auch einen Dreiertausch gegen 5 andere. Wahrscheinlich je nachdem, ob es normale oder Rares waren. Oder vielleicht war das auch einfach nur die Sache beim Sasquatch-Event. Ja, da ist eben nochmal das Wichtige dann, die Autos vielleicht doch erst dann mitzunehmen, wenn man die Season, also wenn man in der nächsten Season ist und das Liquor bekommen soll, weil das ist natürlich dann ein ziemlicher Boost, den man im Spiel normal kaum erreicht, dass man eben ein paar hundert Liquor mal eben so ohne weiteres zusammenbekommt. Das heißt, das ganze Aufleveln von, ich denke so die Hälfte habe ich jetzt danach aufgelevelt, seitdem die Mission da ist. Und ja, da ist noch nicht mal die 1000 Liquor jetzt zusammengekommen. Mit dem Sasquatch-Event, das ich abgeschlossen habe, und eben der Wechsel von Season 25 zu 26. Auch wenn ich theoretisch jetzt schon wieder einen Bossfight machen könnte, will ich natürlich eben wieder hier die verschiedenen Wagen noch mitnehmen, um da einfach die Karten einzusammeln. Und deswegen dann beim nächsten Mal erzähle ich euch noch, was jetzt, wofür der arme Bubbles dann Ärger bekommen hat, was dann mit seinem Plan der WWF nicht gepasst hat. Ich bin mal gespannt, ob sie entweder wegen dem Kartenverkauf Ärger kriegen oder ob überhaupt irgendwas mit dem Event nicht stimmt. Das, keine Ahnung, weil sie vielleicht mit der WWF dann Ärger bekommen, weil sie sich irgendwie dort nicht angemeldet haben oder das Ganze nicht lizenziert haben und irgendein Copyright-Verstoß oder was auch immer. Ist ja alles Mögliche denkbar. Soweit für heute von Trailer Park Boys und bis zum nächsten Mal, vielleicht beim nächsten Event oder was sonst noch für Änderungen ins Spiel kommen. Also, tschüss!